Zum 20-jährigen Jubiläum der Monster Hunter Reihe hat Capcom etwas ganz besonderes rausgebracht. Was zeige ich euch in diesem Video? Dranbleiben lohnt sich. Servus Monster Hunter-Freunde, willkommen zu einem Special Video. Letzten Monat war es soweit und Capcom hat das 20-jährige Jubiläum der Monster Hunter-Reihe gefeiert. Es gab verschiedene Kollaborationen, unter anderem zum Beispiel bei Exo Primal. Dort ist ja ein Ratalos ins Spiel reingekommen und konnte gegen ihn kämpfen. Oder zum Beispiel auch bei Raid Shadow Legends. Nicht jeder mag dieses Spiel, aber dort gab es auch neue Champions im Monster Hunter Design. Oder es gab zum Beispiel auch neue Hardware mit MSI zusammen im Raterlos Design und Capcom hat auch noch mal was sehr Besonderes, Exklusives für diese 20 Jahre Monster Hunter rausgebracht und das möchte ich euch heute im Video zeigen. Allgemein muss ich auch sagen, ich vermisse maximal mittlerweile die gute alte Monster Hunter Zeit, egal bei Monster Hunter World oder auch bei Monster Hunter Rise. Könnt auch mal gerne in die Kommentare reinschreiben. Zockt ihr aktuell noch die Games oder seid ihr anderweitig beschäftigt? Und was zockt ihr aktuell? Bin ich echt gespannt. Weil aktuell finde ich ist auch so eine leichte Game Flaute, bis jetzt eher wieder was Neues rauskommt, ist dann Juni mit dem Elden Ring DLC. Es gibt sonst nur ein paar kleinere Titel, die jetzt rauskommen. Auf Diablo Season freue ich mich zum Beispiel, aber auch bei Dragon's Dogma 2 ist bei mir persönlich aktuell die Luft draußen. Ein paar Sachen sind auf jeden Fall noch geplant, aber ich muss ehrlich sagen, die Monster Hunter Zeit war mit die allergeilste und ähm, leider ist aktuell wenig los, weil wir alle zusammen auf den nächsten Titel warten. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Monster Hunter Wilds im ersten Quartal 2025 erscheinen wird, da mungelt man ungefähr und ich hoffe auch, dass wir dann schon Ende diesen Jahres eventuell dann eine Beta sehen werden oder vielleicht schon mehrere, gab es ja auch bei Monster Hunter World und auch bei Monster Hunter Rise und das wäre natürlich absolut gigantisch und im Sommer soll es ja auch Neuigkeiten geben, eventuell so um die E3 rum, vielleicht macht da Capcom noch mal einen eigenen Livestream, kann ich mir vorstellen und da gibt es dann eben noch mal Neuigkeiten oder dann eben auch der Gamescom oder dann im Herbst auf der Tokyo Game Show kann ich mir auch vorstellen, dass da noch was gezeigt werden wird. Wenn was kommt, halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Kommen wir zurück zum 20-jährigen Jubiläum der Reihe, denn Capcom hat noch etwas sehr Besonderes rausgebracht und das möchte ich euch jetzt zeigen. Ist bei mir frisch aus Japan eingetroffen. Ich hol's mal kurz hoch und zwar ist das ganze gar nicht so klein der ein oder andere kann sich wahrscheinlich denken was sich dort drin befindet ich hatte es auch schon mal aufgemacht zumindest die umverpackung denn ähm, ja das ganze ist auch beim zoll gelandet und ich wollte dann reingucken ob alles passt und wir machen es jetzt zusammen auf und das ist wirklich ein highlight was sich dort drin befindet ist wirklich sehr gut verpackt der eine oder andere kann sich wie gesagt wahrscheinlich denken und hier seht ihr das ganze auch und zwar die besondere Latrion-Figur zum 20-jährigen Jubiläum der Reihe. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht noch ein zweites Mal rauskommen wird. Wenn ihr den Release verpasst habt, könnt ihr später wahrscheinlich nur noch Gebrauch zugreifen oder zu einem sehr überteuerten Preis. Das war damals auch bei 15 Jahre Monster Hunter mit der fatales figur im Hintergrund, kann ich euch später auch noch zeigen. Und wir werden uns das Ding jetzt mal zusammen anschauen. Ich habe es mir auch noch nicht angeschaut. Bin mehr gespannt darauf, wie da die Verarbeitung ist, wie dieses Teil aussieht. Jetzt mal ganz ehrlich: Seid ihr Fan von so Statuen oder sagt ihr, ah, sowas ist einfach, komm? Let useless, kann ich gar nicht gebrauchen. Finde ich einfach nur Geldverschwendung. Schreibt es in die Kommentare rein. Bin ich echt gespannt. Mittlerweile habe ich ja wirklich schon einige Statuen und da ist auch eine ganze Summe zusammengekommen. Aber es sieht dann schon cool im Hintergrund aus, wenn es dann da eben steht. Und ich möchte euch natürlich auch zeigen, was Capcom alles so rausbringt. Nicht nur die Monster Hunter Spiele, sondern auch die Statuen, denn die sind meiner Meinung nach wirklich einen Blick wert. Und ich werde das Ganze euch mal auch nochmal aus der Nahaufnahme zeigen zeigen. Und zwar sieht das Ganze so aus. Ich werde den Preis auch sagen, was ich dafür gezahlt habe, war auf jeden Fall ein bisschen günstiger, als hätte ich das Ganze in Deutschland bestellt. Hier seht ihr das 20 Jahre Monster Hunter. Alatrion, ihr seht hier die Seite, da wird schon ein bisschen die Statue gezeigt. Auf der Rückseite gibt es immer ein paar genauere Infos nochmal. Alles natürlich jetzt hier auf Japanisch. Hier ebenfalls nochmal der Alatrion drauf. Und ich bin mir ja gespannt. Früher konnte man in diese Sta oder in die Verpackung reinschauen. Da war so ein, wie soll ich sagen, halt eine Klarsichtsfolie oder halt so eine, wo man halt reinschauen kann. Und ähm, das Ganze ist jetzt hier nicht mehr so. Finde ich auch interessant. Ist aber meiner Meinung nach deutlich umweltfreundlicher. Wir werden jetzt hier die Statue mal zusammen auspacken. Ist hier auch wirklich noch komplett zu. Es gibt ja auch immer wieder Leute, die sagen, ah, man darf das Ganze nicht aufmachen, wegen dem Wert. Aber scheiß auf den Wert. Es ist ja hier wichtig, euch das Ding hier auch mal zu zeigen. Man sieht im Endeffekt gar nichts, ist wirklich sehr gut verpackt. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass die letzten Statuen so verpackt waren. Die waren eigentlich auch äh, nicht in Styropor, sondern in Plastik. Jetzt muss ich wirklich aufpassen, dass das Ding nicht runterfällt, weil es war wirklich sehr teuer. Und ich habe wirklich sehr. Überlegt, sehr lange überlegt, ob ich mir das wirklich kaufen werde. Und hier seht ihr die Statue. Bin jetzt echt gespannt auf die Größe. So, da ist auf jeden Fall nichts mehr drinnen. Hier seht ihr das Ganze. Ihr dürft das zuerst anschauen. Man muss sagen, die ist schon wirklich groß. Größer als viele andere Statuen, die ich mir jetzt schon in den letzten Jahren, muss man ehrlich sagen, geholt habe, seit eben Monster Hunter World rauskam. Und das Ding sieht auch wirklich noch in einem sehr guten Zustand aus, dass da nichts irgendwie kaputt gegangen ist. So, ich muss mich mal hier ein bisschen unsichtbar machen. Und hier seht ihr die Alatrion-Statue. Ich muss ehrlich sagen, die sieht schon echt cool aus, zumindest von der hinteren Seite. Aber ich muss dennoch sagen, so schön die Statue aussieht, von den ganzen Details auch, wir gehen mal einen Tick näher ran. Und mit den ganzen Flammen, die Basis wirklich sehr schön gelungen. Wie er auf den Steinen steht, die Flammen eben um ihn rum. Ich finde die Basis ist auch immer meiner Meinung nach sehr wichtig bei so Statuen. Die muss auch schön aussehen, nicht nur ähm, ja, das Monster selber, sondern da wo es auch drauf steht. Und das finde ich ist hier wirklich sehr gut gelungen. Ansonsten können wir mal hinten schauen, ist der Schweif, der sehr dicke. <laughs> kann man ja wunderbar abtrennen. Der ein oder andere erinnert sich noch an den legendären Fight bei Monster Hunter World, wo der Lateon reinkam, es war so mega. Der gesamte Fight mit den Elementwaffen zwischen Feuer und Eis. Und dann eben noch zwischendrin die Drachenphase. Ich kann mich da wirklich noch an alles erinnern, weil es einfach so eine geile Zeit war. Vorne vom Kopf her, wo man dann eben auch die. Hörner abtrennen konnte. Lass mich mal ganz kurz gucken. Sieht auch echt cool aus. Ja, ich wusste gar nicht, dass der Alatrion vorne so türkis ist. Ja, ist aber hier wirklich voll Türkis. Ist aber wirklich eine sehr schöne Statue. Aber das, wie gesagt, war damals schon eine richtig coole Zeit, auch hier mit diesen Stacheln hier vorne nochmal an der Brust von ihm wurde ja teilweise auch in die Rüstungen eingebaut. Insgesamt echt eine coole Statue für 20 Jahre Monster Hunter, aber wie gesagt sehr teuer. Und ich musste mich selber lang überwinden. Ich könnte ja gerne in die Kommentare schreiben, wer es von euch auch gekauft hat. Und zwar hat das Ganze, ich glaube, soweit ich weiß, in Deutschland um die 360 Euro gekostet, was wirklich sehr, sehr viel Geld ist. Gerade jetzt in Zeiten, wo sowieso alles deutlich teurer geworden ist. Früher, wo ich die Monster Hunter Statuen 2018 angefangen habe, euch auch das vorzustellen, da haben die Statuen die teuersten 180 bis 200 Euro gekostet. Und die ganz großen, wo jetzt wirklich sehr besonders noch sind, wie zum Beispiel der hier bei 360 oder zum Beispiel auch der Fatales im Hintergrund bei den 15 Jahren Monster Hunter ebenfalls 360 Euro. Und das ist wirklich sehr, sehr ordentlich. Zumal, wenn man das Ganze eben in Japan sich kauft, hat man da eben nicht die wunderbare Mehrwertsteuer mit drauf. Heißt, in Deutschland ist das Ding nochmal schicke. 19% teurer, dass man eben dann auf die 360 nach oben kommt. Und on top gibt es natürlich auch noch Versandkosten aus Japan, die jetzt auch nicht so günstig sind. Und dann kommt es eben zu diesem stolzen Preis. Und ähm, in der Vergangenheit war das auf jeden Fall insgesamt ein bisschen günstiger. Und. Ähm Insgesamt habe ich jetzt 300 Euro gezahlt, weil er noch mal etwas reduziert war. Glücklicherweise in Japan bei diesem Händler. Ich kann euch auch gleich zeigen, wo oder ich mag es euch in die Videobeschreibung, bei wem ich das Ganze bestellt habe. Ist auch sauber durchgegangen. Mit EMS-Versand war es, glaube ich. Ist dann am Schluss trotzdem per DAL geliefert worden und ähm, war, glaube ich, innerhalb von zwei Wochen dann da. Man konnte auch noch eine andere Versandmethode wählen, die ist dann noch günstiger gewesen. Dann wäre das Ding aber, glaube ich, in drei oder vier Monaten gekommen und so war es jetzt doch. Doch deutlich schneller da. Eigentlich hätte das auch einen Monat dauern müssen, aber vielleicht hatte ich irgendwie Glück beim Versand, dass da gerade das Schiff oder whatever losgefahren ist kurz danach und ähm, so kam der doch relativ schnell an. Bin echt gespannt, ob ihr selber diese Figuren sammelt oder nicht. Sollte ich in der Zukunft noch mal zuschlagen, werde ich es auf jeden Fall nicht in Deutschland holen, sondern noch mal bei diesem Händler, weil man da doch noch mal spart und ich muss ehrlich sagen, diese Preise sind schon wirklich happig. Und ähm, das Geld muss man erstmal auf Seite haben, um sich so eine Figur eben leisten zu können. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich finde ihn auf jeden Fall echt mega und erinnert mich natürlich an die Monster Hunter World Zeit. Wird natürlich mit so einer Figur, ja, unvergesslich und ähm, ist auf jeden Fall richtig geil. Das war's soweit vom Video. Ich danke euch natürlich für euren jahrelangen Support, weil würdet ihr meine Videos nicht anschauen, dann könnte ich euch auch diese Statuen nicht zeigen. Und ähm, da bin ich auf jeden Fall euch mega. Dankbar. Bin gespannt auf die ganzen Kommentare. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Ansonsten wünsche ich euch wie immer ganz viel Spaß beim Zocken. Whatever. Vielleicht auch jetzt eine Runde Monster Hunter. Eventuell Alatrion in Monster Hunter World, weil ihr Bock drauf bekommen habt. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.